Das Green Campus Konzept des Umweltcampus Birkenfeld führt dazu, dass die Treibhausgasemissionen für die Strom- und Wärmeversorgung bilanziell auf Null reduziert werden konnten. Damit ist der Umweltcampus als Zero Emission University ausgezeichnet und liegt seit 2017 weltweit unter den Top 10 der grünsten Hochschulen. Am Umweltcampus sind rund 2300 Studierende und etwa 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung, Lehre und Verwaltung tätig. Daraus resultiert ein jährlicher Strombedarf von rund 1 Gigawattstunde und ein Wärmebedarf von rund 2 Gigawattstunden. Unter der Annahme, dass dieser Energiebedarf konventionell über den Strommix in Deutschland und über Erdgas zur Wärmeversorgung gedeckt werden würde, würde der Umweltcampus insgesamt 800 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. 400 Tonnen CO2 für die Stromversorgung und 400 Tonnen CO2 für die Wärmeversorgung. Auf den Dächern der Campusgebäude sind Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von rund 0,5 Megawatt Peak installiert. Darüber hinaus gibt es eine Solarthermieanlage auf dem zentralen Gebäude an der Hochschule. Das Kommunikationsgebäude als Neubau am Campus wurde als Null-Energie-Gebäude zur bilanziellen Eigenversorgung zu 100% errichtet. Des Weiteren wurden Solar-Carports zum Laden von Elektrofahrzeugen errichtet. Die Batterie nutzt den überschüssigen Photovoltaikstrom zur Reduktion von Stromlastspitzen und zur Steigerung der Autarkie bei der Stromversorgung. Mit der PV-Anlage wird bilanziell etwa die Hälfte des Strombedarfs des Umweltcampus emissionsfrei gedeckt, sodass die Treibhausgasemissionen um rund 200 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Das nahegelegene Biomasse-Heizkraftwerk der UEE in unmittelbarer Nähe zum Umweltcampus versorgt den Campus und ein Gewerbegebiet durch die Verbrennung von Biomasse in Form von Alt- und Restholz mit Nahwärme. Diese Verwertung des Altholzes ist bilanziell emissionsfrei und reduziert die Treibhausgasemissionen des Campus für den Wärmebedarf um weitere 400 Tonnen CO2 pro Jahr. Damit kann eine treibhausgasemissionsfreie Wärmeversorgung des Campus sichergestellt werden. Der verbleibende Strombedarf des Umweltcampus wird durch regenerative Energiesysteme aus der Umgebung, insbesondere Windenergieanlagen, gedeckt. Die Hochschule Trier bezieht Ökostrom, sodass damit die Treibhausgasemissionen des Campus bilanziell auf 0 Tonnen CO2 sinken. Damit ist der Umweltcampus eine Zero Emission University und lebt das Konzept einer nachhaltigen und emissionsfreien Energieversorgung, um als Leuchtturm für andere zu dienen, das Konzept der Null-Emissionen zu übertragen und anzuwenden.